Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren vorproduzierten Folge Jurassic World The Game. Ich habe tatsächlich was gefunden, was man machen könnte. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ich habe ja Monolophosaurus DNS und Caprosuchus DNS eingestellt gehabt. Anke, glaube ich, noch gar nicht angefangen. Es wird noch länger dauern, bis wir diesen Hybriden mal uns erstellen können, den neuen. Aber genau, Monostegotops fehlen uns nur noch drei und ich glaube, die können wir uns locker leisten. Ja, nein, nein, wir können sie ganz knapp nicht leisten. Nein! Ah, das gibt's ja nicht. Es ist so knapp. Oh. Na gut, dann reicht's leider doch nicht ganz. Schade. Dann können wir aber das hier schon mal im Video hier vorbereiten. Und zwar können wir den Kollegen hier schon mal auf Level 20 machen. Das Fressen hätte sowieso nicht gereicht, aber schade. Ein bisschen fehlt uns noch. Monostegotops Level 40 wird dann wahrscheinlich die nächste Kreatur sein, die wir. Oder generell Monostegotops wird wahrscheinlich die nächste Kreatur sein, die wir dann auf Max-Stufe haben werden. Ja, das ist natürlich schade. Hol dir mehr. Das geht ja natürlich. Ja, nur mit den Missionen. Gut, 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 gut. Ist okay. Dann wird das die nächste Kreatur sein. Auf jeden Fall, wenn wir ihn haben, dann werde ich die Ankylo-DNS da farmen. Keine Angst. Knappe Sache leider. Ich dachte jetzt nämlich, wir könnten den jetzt easy hochleveln. Habe ich mich doch etwas. Habe ich das doch hier alles ein bisschen falsch gesehen? Dann machen wir es einfach so. Dann probieren wir heute mal ein Boss-Ereignis. Ich meine, wir können ja nochmal leveln. Die Bosse leveln. Beziehungsweise den Trike hier. Den Juggernaut. Gut, einmal. Wow. Zack. Ein weiteres Problem ist beim Juggernaut. Ich habe mir die Stufen noch gar nicht angeguckt. Nur weil dieser Dinosaurier ein Pflanzenfresser ist, ist es noch lange keine gute Idee, sein Revier zu betreten. Okay. Nachvollziehbar. Sollte es dir gelingen, den Hörnern auszuweichen, wirst du stattdessen wahrscheinlich von seinen gewaltigen Füßen zertrampelt. Naja, aber wie soll er dich da erwischen, wenn du komplett nach rechts ausweichst? Ich hätte eher Angst um diese elektrischen Effekte, to be honest. Aber ja, who knows? Ja, weil Kyros immer noch Level 1, weil. Ja, BDNS sammeln ist kein Spaß und dauert lange und lohnt sich absolut nicht. Dennoch würde ich heute tatsächlich mal schauen, was wir mit unserem Omega 09 reißen können. Anscheinend ist der Juggernaut HP-technisch okay, also besser ist er. Aber allein vom 1 zu 3 Verhältnis, selbst wenn er jetzt noch ein bisschen besser wird, wenn er jetzt 2000 irgendwas Attack kriegt und vielleicht 11.000 HP. Nee, dann machst du es aber immer noch nicht. Setzt es immer noch nicht ganz gleich, glaube ich. Ja, aber vielleicht mal gucken. Vielleicht hat er doch irgendwie über 11.000 AP. Dann wird es schon passen. Was ich weiterhin nämlich schade finde, dass du hier wirklich nur eine Kreatur einsetzen kannst. Das finde ich weiterhin sehr, sehr schade, weil jetzt hast du schon mehrere Bosse. Dann willst du irgendwie auch mal alle sehen. Ob es da nicht mal irgendwie so eine Möglichkeit gibt, mehrere einzusetzen. Weil an sich die Belohnung sowieso, ne? Ich mache es jetzt alles mal hier ein bisschen schneller. Ich habe oben mal die Beschleunigung jetzt angemacht. So, wir gucken jetzt mal, wie weit wir kommen. Ich will jetzt einfach so lange wir one-shotten können, one-shotten. Der Damage von denen juckt uns noch nicht. Ich glaube ja, soweit ich weiß, Level 40 schaffst du die Maximalstufe eh nicht. Also selbst wenn du Level 40er Omega 09 hast, schaffst du das nämlich nicht. Okay, passt. Bisher passt alles. Ich weiß gar nicht, wie viele Kills wir brauchen für Level 40. Ich glaube jetzt nicht 28, so lange geht es halt einfach nur. Für Level 40, genau, für die Max, fürs Maximal, für Maximalpreis. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Ich meine, aktuell fühlt man sich noch relativ overpowered, weil die nicht viel machen hier. Sind noch schwache, gewöhnliche Kreaturen, mit denen kommt man easy klar. Aber da könnte ich jetzt aktuell genauso gut einen Indominus nehmen und hätte den Spaß hier. Es war vorhin, by the way, einfach nur Luck, ne, dass das mit den Punkten gereicht hat. Ich habe mir gedacht, ich probiere es mal. Das könnte jetzt genauso gut wieder Glück werden. Ah, bei 5 Punkten setzt er manchmal 3 verteidigen, ne, die KI und nicht nur 2. Egal, er kann ruhig attackieren, das ist wenig Schaden. Lieber attackiert uns jetzt der Herbivore. Wisst ihr was? Wir baiten das auch raus. Ich jabait jetzt mal einen Attack raus. Lieber setzt er jetzt hier auf dem Herbivore gut Punkte ein, als dann auf dem Velociraptor. Ja, gut Punkte ist das leider auch nicht. Naja, hoffen wir mal, dass er den Rest auf Attack hat, dann passt das schon. Auf Defense. Entschuldigt mich. Naja, nicht ganz. Nicht ganz. Nee, aber ich sag ja weiterhin, ich finde. Fühle dich wie der Boss und so, das ist halt wirklich nicht, wenn du dann auch gegen starke Gegner kämpfst. So, wisst ihr, was ich meine? Soll man sich schon, wenn dann komplett overpowered bitte fühlen und nicht nur so.
Zwei Punkte hat der Kollege noch. Das ist so, zack. Ja. Ja, bisher läuft es ganz gut. Haben noch nicht viel Schaden abbekommen. Wir sollten jetzt langsam auch mal... Ja, naja, eigentlich noch nicht. Aber irgendwann sollten wir auch mal jetzt auf Defense gehen. Ich hoffe, er setzt den Rest auf Verteidigung. Wenn nicht so geil. Okay, macht er. Ich meine, solange er so verschwenderisch, also hier die KI, so verschwenderisch mit ihren Punkten umgeht, machen wir das so. Also bisher läuft der Showdown. Okay. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich fände es halt cool, wenn der Omega einfach OP-Stats so hätte und dann kämpfen wir halt gegen irgendwelche Viecher auf Level 40 und höher. Irgendwelche Hybriden und wisst ihr was? Was der Geier was? Und das fühlt sich irgendwie, glaube ich, besser an, wenn man gegen sowas Starkes so easy tötet, als wenn ich jetzt hier gegen Level 7, Level 18, Level 10 und so weiter kämpfe, wisst ihr? Das ist halt... Das kriege ich mit einem anderen Hybriden auch hin. Wieso habe ich so viele Punkte eingesetzt? Bin ich... Oh Gott, ich hab irgendwie gedacht, dass sie nur einen Punkt eingesetzt hat in Attack. Das war irgendwie nicht so schlau. Ja, jetzt sollten wir vielleicht uns hier wieder mal ein bisschen konzentrieren. Der hat wahrscheinlich jetzt 3 Punkte auf Verteidigung. Ja, hat er auch. Und ich setze 5 Punkte ein statt einem, weil ich dachte, ich brauche 2 für einen Attack, weil ich 2 pre-gesettet habe. Alter Schwede. Oh, Leute, an dem Tag 5 Stunden aufnehmen tut nicht gut. Wird man einfach nur lost. Einfach nur, das macht einen, ist nicht gesund. Wahnsinn. Jetzt sind wir nämlich mit unserem Punkt, das gibt's nicht. Jetzt hat er echt viel gesaved. Das gibt's ja nicht. 3 Punkte hat er noch, also bisher denke ich schon, dass wir diese Strategie weiterführen können. Alter, was ist das denn? Was ist das denn? Okay. 3 auf Defense wahrscheinlich. Es kann auch gut sein, dass er jetzt wieder ein weniger auf Defense hat. Nee, diesmal hat er alles eingesetzt. Okay. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt hat er nämlich eine Amphibie da. Jetzt hat er ein bisschen mehr Damage Output. Ich hoffe, er setzt jetzt nicht alles ein. Das wäre jetzt ein bisschen dreist. Okay. Ist viel Schaden, aber ist alles noch okay. Wir haben jetzt dann erstmal den Silberpreis. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist Wahnsinn. Das ist dann erstmal beim Silberpreis. Alter. Dieses Event dauert vor allem so lange und die Belohnung ist so für ein... Ihr wisst ganz genau, was ich sagen will. Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Aber ich glaube, 2 Punkte hat er eingesetzt. Das könnte jetzt Glück gewesen sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher gewesen. Ich habe gerade gegen meine Decke geguckt. Ja, ja, 2 waren richtig, okay. 2 Punkte war richtig. Ja, jetzt müssen wir langsam ein bisschen vorsichtiger sein. Jetzt kommen wir ins Segment, wo die uns dann doch schon Schaden machen können. Wir ein bisschen mehr aufpassen müssen. Gut. Also, ich hoffe, er hat 3 Punkte Verteidigung. Ansonsten wäre es nicht so geil. Jetzt gehen wir auch mal mit einer Verteidigung. Ah, schade, er saved einen. Na gut, wir haben jetzt dafür eine Verteidigung. Dann sollte es das Ganze ein bisschen ausgleichen, hoffe ich. Er greift nicht mal an. Okay. Wisst ihr was? Wir baiten die Punkte raus. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, irgendwie viel einzusetzen oder so. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass er jetzt gut einsetzt und wir genau wissen, wie viel wir machen müssen. Ja, okay. Viel war das jetzt nicht. 4 Punkte hat er nämlich noch. Ne? Hat er ja 6. Ne? Hat er 6 Punkte. Ich hoffe, er hat alle Verteidigung. Ansonsten... Okay, hat er nicht. Aber jetzt ein Herbivore, das ist nicht so schlimm. So, jetzt sind wir gleich beim Goldpreis. Ja, doch, hatte ich noch richtig im Kopf, at least. Ja, das ist okay. Auf dem Herbivore ist der Schaden egal. Hoffen wir mal, dass es so passt. Ja. Ja, jetzt gehe ich halt full auf safe. Jetzt hänge ich mich schon ein bisschen aus dem Fenster und hoffe, dass er jetzt einfach mal nicht angreift. Auf Yakunon ist ja dafür bekannt, dass er viel Attack hat. Genau, er greift nämlich nicht an. 2-Punkte-Strategie, it is. Und dann Sarcosuchus könnte gut Aua machen. Weshalb ich denke, dass wir mal ein bisschen mehr auf Defense setzen. 2-Punkte-Strategie, leider nicht erfolgreich. Schade. Jetzt können wir aber hoffen, dass er immerhin vielleicht selber 4 Punkte verschwendet. Ja, das ist ja immerhin ganz gut ausgegangen. Dann
ist er jetzt aber weg. Ja, jetzt hat halt der Sarg oder ein leichtes Spiel. So, jetzt sind wir schon bei der besseren. Oh, what? Wie viel Kills wir jetzt dafür brauchen? Okay, mal gucken. 2 Punkte hat er noch. Wir brauchen 7 Kills. Okay. Schauen wir mal, ob wir das schaffen können. Schauen wir mal. Ich bin selber gespannt. Bisher schlagen wir uns nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Ah, er saved einen, okay. Ist alles sehr random, was da gerade so passiert. Wir haben aber Glück, dass es wirklich bisher keine starken Amphibien sind. Muss man wirklich mal so sagen. Das ist wirklich Glück. So, er hat jetzt einen gesaved gehabt. Er hat 3 eingesetzt. Das heißt, 2 hat er noch. Halt auch bei der Verteidigung. Optimal. Immer wieder die gleiche One-Shot-Erst-Attack-Animation. Jetzt hat er einen Rex Gen 2. Der ist natürlich ein bisschen ekelhaft. Tja, aber es ist auch noch um. Alles im Rahmen. 2 Punkte hat er wieder. Ja, ist wieder weg. Bisher schlagen wir uns ganz gut, aber ich hoffe, dass wir auch einen guten Preis am Ende bekommen. Das kann ich eine Folge lang machen, gefühlt. Das dauert ja ewig. Das ist ja Wahnsinn. Das dauert ja wirklich ewig. Also klar, Giles 4 dauert auch lang, aber irgendwie, das ist halt hier immer wieder dasselbe, so, wisst ihr? Und das fühlt sich halt, wäre es gegen Stärkere, wäre das irgendwie cooler, ich weiß nicht. So halt gegen hier die Normalos, so, das ist irgendwie weird. So, ich gehe jetzt relativ offensiv, ich weiß. Aber ich würde dafür auch defensiver gehen, weil ich Angst habe. Ja, okay. Weil der Dude hat schon 300 Damage, ne? Ja, das will ich jetzt nicht unterschätzen, wenn er vor allem 6 Punkte hat. Okay, er setzt nämlich viel. Stellt euch vor, wir hätten da jetzt ultra viel Damage bekommen. Stellt euch das vor. So, danach ein Spino. 2 Punkte hat er noch. 241 Damage. Okidoki. Ich hoffe, er setzt nicht alles. Und das, dann hoffe ich, dass der eine... Das ist der letzte... Dann kriegen wir die 5. Belohnung, wenn wir den Spino killen. Das wäre natürlich geil, wenn wir das schaffen. Er greift gar nicht an. Okay, er macht's ultra spannend. Ich bin ganz ehrlich. Wir spielen defensiv. Wir spielen defensiv. Jo. Jo. Das waren viel auf Verteidigung. Und hoffen, dass er attackiert. Wir machen heute die Turtle. Ah, ja. Wir machen die Turtle, aber ich glaube, er wird uns nicht angreifen, solange er weiß, dass er uns nicht töten kann. Das ist einfach die komische KI hier, oder? Ja, doch, er greift uns an, aber töten kann er uns sowieso nicht. 3 Punkte hat er jetzt noch über. Es ist natürlich die große Frage, hat er jetzt alles auf Attack, Verteidigung? Ich glaube, ja. Ja, hat er. Perfekt, er hat keine Punkte mehr über, wir können weiter fighten. Das war schon mal, der Spino war jetzt, zack, der Schritt ins gute Segment und jetzt können wir noch eine bessere Belohnung bekommen. Vielleicht schaffen wir das ja auch. Mal gucken. Mal gucken. Er hat nichts eingesetzt. 2 Punkte Strategie. It is Albertosaurus. Ah. Wenn er vor allem jetzt 2 Punkte saved. Das kann richtig viel Schaden sein. Macht er nämlich auch. Das kann richtig viel Schaden sein. Alter, Alberto sieht so scary aus auf seinen ersten Stufen. Aber wegen des Mauls. Das ist echt der Wahnsinn. Greif hier mit 4 an. Das hat sich wieder sehr gelohnt, tatsächlich auf Verteidigung zu gehen. Das war echt gut. Ich würde jetzt angreifen. Oh, 468 Schaden. Es wird immer schlimmer. 468. Es kann uns faktisch nicht töten, eigentlich. Ja, wohl doch, es kann uns töten. Scheiße, was laber ich für ein Scheißdreck? Es kann uns töten. Aber nur wenn er alle einsetzt. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Okay, ich habe mir den Sieg, glaube ich, gerade verspielt. Nee, noch nicht. Es ist noch nicht over. Aber es wird jetzt ultra knapp. Das ist, glaube ich, klar. Also eigentlich können wir es, glaube ich, es können es gar nicht mehr schaffen. Da habe ich mir jetzt, habe ich am Ende nicht mehr defensiv gespielt. Das ist die Kacke. Ja. Ja. Mit 2 Punkten kann er uns nicht töten. 2-2-2-2 machen wir jetzt. Ah, da kommt ein Tabo.
Ja, das ist zu viel Damage. Ist alles zu viel Damage hier. Na, er greift halt nicht mal an. Wir müssen eigentlich jetzt hoffen, dass er einsetzt. Ja, okay. Verteidigung macht er schon mal. Er könnte uns jetzt faktisch töten. Aber wenn er jetzt alle einsetzt, fühle ich mich verarscht, weil es war bisher schon immer so, dass die immer nur vier... Okay. Okay, jetzt auf einmal setzt er alle ein. Okay. Schade, dann hat die Strategie vom vorherig doch nicht jetzt die ganze Zeit funktioniert, dass man sagt, okay, man rechnet mit den vier Angriffspunkten. Trotzdem Katastrophenliga-Preis. Trotz meiner 40er-Stufe, Leute, kriege ich nicht garantiert täglich bei diesem Event ein gutes Paket, ein richtig gutes Paket. Ich kriege nur die Katastrophenliga, die sich aus legendären Kreaturen und extrem seltenen und sehr seltenen zusammenstellt. Und Boss, den es. Okay. 6% Quote. Ja, gucken wir mal, was wir bekommen haben für knapp eine Viertelstunde Spielzeit. Jawohl, 10 Boss-DNS, Leute. Ja, nice. Es gibt nichts Besseres. Nice. Grandios. Und wisst ihr, was das Beste dafür ist, daran ist? Ich habe ja auch noch $20 gezahlt. $20-Scheine. Ich habe basically $20-Scheine für 10 BDNS gezahlt. Wahnsinn. So geil, dass ich sogar hier kurz mal Windows aufpoppen lasse. So. So sehr freut es mich gerade. Also Leute, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Diese BDNS-Events, die Boss-Ereignis-Events sind... Könnt ihr so in die Tonne treten? Es ist wirklich wie bei den Kampfstufen so ein bisschen. Nur da weiß ich genau, was für einen Preis ich bekommen werde. Da ist es so, da muss ich, also natürlich, ich weiß nur das Paket, aber ich weiß, was drin sein wird. Wie damals hat man noch Legendary Packs bekommen, ist natürlich seit langem draußen, weil das ja zu broken war, aber... dass es jetzt wirklich, dass es so abgestürzt ist, dass wir für eine Kreatur fast schon Geld zahlen müssen, hardcore lange spielen müssen, dann auch noch Viertelstunde Zeit rein investieren müssen, dass wir am Ende als Preis Glück haben müssen, dass wir was Gutes bekommen. Also das geht zu weit. Also das Boss-Ereignis ist wirklich für... Nee. Das ist für den Arsch. Das sage ich, spreche jetzt so aus. Das ist einfach Kacke. 10 BDNS. Also klar, man kann eventuell ein Legendary kriegen. Ich weiß jetzt nicht, wie ist das... Kann ich da nochmal kurz gucken? Sehe ich da irgendwie die Preise, was die Preisstufe Herrscher ist? Sehe ich das jetzt gar nicht hier, oder was? Ach, das ist... Ah, okay. Was ich da gerade hatte, war ja ein zeitbegrenztes Event, was nur einmalig ging anscheinend an einem Tag, wo ich auch noch in die krasse Liga komme. Und ich weiß jetzt nicht den Preis nicht, was ich da hätte bekommen können. Ich denke mal, da hätte man garantiert einen Legendary bekommen. Aber da... Garantiert einen Legendary für den Aufwand. Also wahrscheinlich nicht immer garantiert, aber nahezu garantiert. Also wenn es die gleichen Preise sind wie in der Herrscherliga, dann ist es eh für... Also, da kannst du Glück haben und limitierte Kreatur ziehen, aber das, die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Also, wir haben es auch mal gehabt, aber es ist so gering. Also, ist eigentlich... Also, tut mir leid. Man sollte garantiert Legendary ziehen. Schluss aus, Buster. Das, dafür, dass man sich eine BDNS farmt und sich eine Boss-Kreatur hier hochfarmt. Sorry, aber... Was ist der Preis? Der Preis ist, dass ich mir hier dieses geile CGI-Model angucken kann. Cool. Wow, danke. Ja. Leute, bis zum nächsten Mal. Es war ich der Marcel... Zum 10.000 Mal ist mir nochmal klar geworden, wie schlecht die Boss-DNS ist. Schade. Die Superkreuzungen sind immerhin überall einsetzbar und somit starke Kreaturen, mit denen ich was machen kann, mit denen ich was anfangen kann. Die Boss-Kreaturen sind nicht mal krass stark. Die... Es ist einfach von hinten bis vorne nicht gut durchdacht. Abzocke von hinten bis vorne. Naja, dann